Eure Videos. Moin Leute, Folge 376 läuft und der vor uns, da bin ich froh, dass der mit seinem Kleinstwagen kein Bus fährt. Ja, aber vielleicht blinkt er jetzt nochmal sinnlos links. Ah ja. Die Linksabbieger haben grün, deswegen stehen wir hier auch rum wie die Ölgötzen. Kann das sein? Ja, nur weil ich Gruppenführer bin, gehöre ich ja da in dem Sinne trotzdem zur Mannschaft. Wir müssen zusammen anpacken. Zusammen. Mein Gott, gibt's hier Bären? Na komm, wir gucken mal, was los hier. Rechts, dieser PKW rangiert da rum. Und Arnon ist ein ganz schön fieser Sack. Jetzt nimmt er sein Ding mit, nimmt er sein Ding mit. Oh ja! Ich hab's auf Dashcam. Und es ist drauf, ey. Ja, das dreckige Lachen geht noch eine Weile weiter. Ich schenke es uns, ne? Es ist echt weit weg. Der LKW blinkt links, zieht dann raus und demoliert dem Mercedes-Sprinter da seine rechte Seite. Spiegel abgefahren und so. Unsere Kamera hat dann noch versucht, den LKW-Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Nö, der ist weitergefahren, keine Ahnung. Die Beifahrerin in dem Mercedes hat dann aber schon die Spedition angerufen und was draus geworden ist, keine Ahnung. Er hat sein Video noch angeboten. Wir sind hier mitten in der Nacht unterwegs und Busfahrer Alex fährt seinen Bus, wer hätte es gedacht. Muss wohl laufen. Ja, musste wohl laufen, denke ich auch. 40 Minuten später. Da steht er immer noch. Rotze voll der Segers. Busfahrer Alex ruft mal die Polizei an. Ich schneid's mal ein bisschen kürzer. Guten Abend. Da steht jemand rotzevoll auf der Straße und versucht die Autos anzuhalten. Genau, der ist fast schon vom Bus gelaufen. Alex sagt, wir kommen jetzt in die 70-Zone. Normalerweise beschleunigt man hier schon. Aber er war ja am Telefonieren, deswegen war er langsam. Boah, hier ist ja noch einer auf der Straße. Ey, alter Schwede, was ist denn hier los? Alter, hier läuft noch einer mitten auf der Straße. Jetzt hellweg raus Richtung Süden. Ich versuche den mal eben dazu zu bewegen, dass der wieder auf dem Gehweg geht. Ne? Was ist denn hier los, ey? Ja, was soll ich sagen? Ich bin Alex seiner Meinung. Er will nicht. Dann lassen laufen, fertig. Bevor ich mir noch eine einfange. Alex hat alles getan, was er tun konnte. Doch, bevor er mir eine tafelt, habe ich ja mal gar keinen Bock drauf. Ich bin nicht auf dem Gehweg, aber ich habe die Polizei schon angerufen. Da hinten auf an der Hemdtankstelle steht auch einer, mitten auf der Straße. Ja, ja. Weißt du, mit was wir hier noch zu kämpfen haben? Ja, ich bin auch mal 2 Jahre Taxi gefahren. Hör bloß auf, ey. Ich bin ein Vollidiot. Du hast gesagt, wie schlimm, du hast auf 40 Tonnen hinter dir und noch mehr Leute. Ja. Alles klar, danke. Der Vollständigkeit halber gucken wir mal nach vorne raus. Aha, plötzlich Stau, voll in Eisen. Ah! Ich habe die Straßen verschwendet.
So, alles klar, läuft ja. Und jetzt gucken wir uns das Ganze aber mal nach hinten raus an. Asuka ist da ja gleich hin, aber es ging allen Leuten gut. Auch die, die ja so richtig einen mitgekriegt hat. Auch die Tante im PKW, der ging es auch gut. Schock natürlich. Ja, Leute, Abstand, Abstand, Abstand und noch mehr Abstand. Überall, nicht nur auf Autobahnen, auch auf Bumsstraßen. BKF Silas fährt LKW. Berufskraftfahrer ist er bestimmt. Und er möchte jetzt hier rechts rückwärts rein. Er hat einen Warnblinker an. Mahlzeit. Hättest du aber ruhig eher einstellen können. Ja, merkst du selbst, ne? Jetzt sehen wir natürlich nicht, was da hinten los ist. Ich gehe davon aus, der BMW steht so weit dran, dass Silas nicht rangieren kann. Jetzt müssen wir noch mal festhalten, Silas fährt ja nicht rum, um die Leute zu ärgern, sondern er macht hier seinen Job. Und anscheinend will er da anliefern. Oder muss es wahrscheinlich sogar. Will es nicht, er muss es. Was macht der Autofahrer? Hupen, Stinkefinger, Scheibenwischer, Kopfschütteln. Geht er mich jetzt an? Solche Leute dürften nicht mehr einkaufen gehen dürfen, denn es wird ja alles mit einem LKW rangekarrt. Die müssten nur noch vergammelten Joghurt fressen dürfen und Zeitungen von letzter Woche lesen dürfen. So ein Abschaum finde ich so eine Leute. Naja, Silas nannte das Video Opis Stinkefinger. So lange wird er ja nicht mehr leben. Da kann man nur hoffen, dass die nächste Generation, die daran wächst, etwas mehr Respekt und Verstand hat gegenüber Berufen, die etwas schlechter bezahlt werden. Hier niedere Jobs in Anführungszeichen, weißt du, die keiner machen will. Reinigungskraft, Müllmann oder halt Leute, die Verstopfungen beseitigen, damit unsere Scheiße wieder wegquillen kann. So eine Leute haben nämlich auch höchsten Respekt verdient. Die sorgen dafür, dass wir im Dreck nicht umkommen. Es gibt noch viele andere Berufe. Ich kann jetzt nicht alle nennen. Was ist denn das? Sind denn heute Idioten unterwegs? Sag mal, fragst du dich das? Frag ich mich. So, die fahren jetzt hier alle ab, das schneide ich mal weg und dann... Da vorne an der Ampelschlange fahren sie nochmal nach ganz vorne und ja, warum Mopedfahrer so einen schlechten Ruf haben, werde ich gefragt. Was antworte ich den Leuten? Also ich habe das Schild aber gerade noch gesehen, dass die Spur wegfällt. Das geht nicht allen so. Also Junge. Na, im Nachhinein doch, er hat's gesehen. Wer hat dir denn den Kopf geschissen, Alter? Oh, mein lieber Schwan. Handy. Was für Handy? Ach, das ist mein Handy. Sehr geil. Er fühlt sich so angegriffen. Geil. Der Blick, Alter. Ja, zum Glück halte ich hier gerade so den bei 110 vorgeschriebenen gesetzlichen Sicherheitsabstand ein. Fun Fact, der hinter mir nicht. Zum Glück hat er eine verkürzte Reaktionszeit gehabt, weil er so ein bisschen an mir vorbeigucken konnte. Ich bin jetzt gerade fast reingefahren. Video protected. Das war ein bisschen wenig Abstand. Schon tausendmal erzählt, wechsel eine Spur nach der anderen und nicht gleich mehrere auf den Schlag.
11.700 Euro sind das. Die Achse und das Lenkgetriebe haben auch noch einen mitgekriegt. Und weil er mit 100 links diese Bordsteinkante hochgehüppelt ist, hat er auch noch eine Woche mit Kopf- und Rückenproblemen zu kämpfen. Er sagt, da auch kein Zeuge angehalten hat, war er sehr froh, dass er die Dashcam hatte, die die Sache schön aufgeklärt hat. Da die Kameras immer bessere Qualität haben, habe ich mich jetzt dazu entschieden, die Videos in 1440p und mit einer höheren Bitrate zu machen. Wer keine Ahnung hat, wovon ich rede. Besseres Bild! Woo! Jetzt muss ich nur noch mein Glasfaser kriegen, damit ich die großen Dateien auch besser rauskriege. Aber klappt schon. Irgendwann kommt es. Ganz bestimmt. Es kommt bestimmt. Macht's gut. Tschüss.